Willkommen zu einem neuen Part von Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Wird dies das letzte Mal sein, dass ich das sage? Denn wir sind eigentlich jetzt beim Finale und wir haben im letzten Part noch gegen das Raumschiff, das Mutterschiff gekämpft. Sind damit jetzt fertig. Jetzt wollen wir durchschreiten. Es spielt gerade keine Musik. Es ist richtig dolle spannend. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Eventuell ist dies auch der letzte Part, ich weiß es nicht. Ja, wir können natürlich hier jetzt sagen, wir wollen eine Zeitreise machen, aber nein, wir wollen speichern. Dann geht es los. Ui, ich bin sehr gespannt. Ey, Moment mal, die Babys, die kommen jetzt nicht mit, oder was? Ah doch, da sind sie, gut. Peach ist frei! Oh Mario, Luigi, ich bin euch so dankbar. Als das Mutterschiff aufschlug, hat es die Barriere durchbrochen. Ui, da ist es. Oh. Ha, die Babys sind natürlich erstmal hinter den Erwachsenen. Luigi soll nachschauen. Aber nein, er traut sich nicht. Baby Luigi aber auch nicht. Interessant. Jetzt muss wohl Mario ran. Ja, Mario muss ran. Oh oh. Ui. Die Schrubprinzessin. Prinzessin Schrub. Jetzt reicht es aber. Ich brauche dich jetzt nicht mehr. Peach, ich mach dich fertig. Die ist geistesgestört. Es gibt keinen drin. Dies Königreich ist mein! Ich vernichte euch alle! Vernichten! Die ist geisteskrank. Richtig tolle geisteskrank. Let's go! Wir bauen auf jeden Fall beide Bildschirme übereinander. Oh, was kommt denn da für ein Teil? Okay. Ein Schutzschild. Okay, springen. Okay. Das sieht bisher ganz einfach aus, aber mal sehen. Jetzt irgendwas mit einem Hammer. Nein! Shit. Unsere Brüder sind eigentlich sehr gut ausgerüstet. Das ist ein Schutzschild. Können wir dagegen etwas machen? Hammerattacken macht keinen Sinn. Sammeln für Items. Wir setzen mal ein Trampolin ein, weil da... Ja, obwohl... Ich weiß nicht. Kann mich kaum noch an den Kampf erinnern. Ich weiß nicht, ob das so doll effektiv ist, aber... Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Machen wir es einfach mal. Komm, let's go. Mario? Aber es scheint nichts zu bewirken. Doch, es hat sich die Farbe geändert. Ich habe den Knopf falsch gedrückt. Aber die Farbe hat sich geändert. Okay, nochmal. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Es ist jetzt orange. Komm, Luigi, nochmal ein Trampolin. Einfach nochmal. Vielleicht ist das Mittel zur Lösung. Und ich sollte mal weniger reden. Es ist schon kaputt. Ah, Moment mal. Jetzt ist es komplett rot. Nein. Ist es der Born? Ja, wunderbar. Okay, sie landet auch. Okay. Was ist das? Okay, springen. Moment mal, es kommt wieder zurück. Okay, gut abgewehrt, Mario. Da bin ich jetzt lieber mit Beinen gesprungen. So, jetzt ist sie unten. Ich würde gerne mit Mario einen roten Pfeffer fressen. Für mehr Angriff. So, dann Luigi. Eine Kopierblume. Einfach let's go. Hey, ach nein, das war ja Baby Luigi. Scheiße. Wir hauen hier ganz schön dolle rein jetzt hier. Also im negativen. Negativ gemeint. Oh Leute. Oh nein, jetzt hat er ein anderes Minus, Luigi. Scheiße, ey. Da können wir jetzt nichts machen. Komm, Kopierblumen war eigentlich nicht so schlecht. Komm, let's go. Nochmal. Gerne kann Mario die ganze Zeit springen. Nein, aber es ist besser gelaufen. Wie viel Schaden? 402! Geil.
Das ist sehr, sehr nice. Komm nochmal. Zwar hat Luigi Angriffsminus, aber komm, trotzdem, drauf da. Nein, ich habe tatsächlich mehr Schwierigkeiten am Anfang der Attacke. Wisst ihr warum? Weil ich mir dementsprechend länger merken muss, welcher als nächstes am Zug ist. Oh lol. Okay. Warte, da wird gleich angetäuscht. Nein, wird es dieses Mal nicht. Schade. So, es gibt wieder diese Dings, aber wir setzen wieder ein Trampolin ein. Das war eigentlich letztens nicht so verkehrt. Ah, muss doch passieren. Es ist im roten... Ist es kaputt? Nein! Ganz wenig nur noch. Ich springe jetzt mit Luigi nun mal. Ja, war klar. War klar. Es hat bestimmt nur noch einen Sprung gefehlt. Schade. Okay, was kommt jetzt? Okay. Oh, lol. Kommt das... Ja? Oh, sehr schön. Oh, 34 Schaden. Ah, nochmal. Ja, wunderbar. 56 Schaden. So, dann drauf da. Einfach drauf. Vielleicht mal eine Eisblume einsetzen. Vielleicht senken sich die Statuswerte von ihr. Ja, geil. Schaden. Oh, sie ist ein Rage-Mod. Hat doch nicht ganz so funktioniert. Schade. Na gut, dann Kopierblumen. Nochmal. Oh, jetzt war andauernd abwesend. Das hat mich voll irritiert. Mann, ey. Aber sie geht noch nicht in ihre Schutzschildform. Das finde ich sehr, sehr gut. Finde ich wirklich gut. Komm, gehen wir nach oben? Ja. Nein, schade. Ja, sehr schön. Komm, das war nicht schwer abzuwehren. Wunderbar. Jetzt sind wir wieder dran. Ich weiß nicht, soll ich einen roten Pfeffer nehmen? Ich würde erstmal Nein sagen. Mann, wie viel Schaden haben wir mit der Kanone? Probieren wir das mal aus. Was ist sicherer Schaden? 257. Sind sichere 257 Schaden. Aber ich probiere jetzt doch nochmal Kopierblumen. Einfach mal ausprobieren nochmal. Echt? LOL! LOL! Das war ja einfach. Wir müssen uns beeilen und von hier verschwinden. Der Kobaltstern! Seht, das ist der fast vollständige Koboldstern, nach dem ihr gesucht habt. Mario, sieh nur. Ich habe den letzten der Splitter hier bei mir. Damit wird der Koboldstern wieder seine ursprüngliche Form erhalten. Aber das darf ich nicht zulassen. Prinz Bowser. Wenn ihr dachtet, ich hätte es aufgegeben, meinen Schatz zurückzufordern, dann seid ihr noch viel dummer, als ihr aussieht. All die Zeit, die ich mich im Verborgenen hielt, zahlt sich nun ganz großartig aus. Ich behalte alle Schätze für mich selbst. Sie sind alle mein!
Okay. Was passiert jetzt so? Jetzt bist du dran, Schwester. Schwester? Was geht hier vor? Oh nein! Dieser Kobaltsternsplitter, da war noch eine Schrubprinzessin darin eingeschlossen. What the fuck? Genau, Prinzessin Schrub hat eine Zwillingsschwester. Als ich in dieser Zeit ankam, wurde ich sofort von Prinzessin Schrub angegriffen. Ich schnappte mir sofort die Kraftquelle der Zeitmaschine, den Kobaltstern und... Ja, ich sperrte Prinzessin Schrub darin ein und zerschlug ihn. Gleich danach wurde ich von der jüngeren Version der Prinzessin überrascht. Es gelang ihr, mich gefangen zu nehmen. Ja, durch das Verein der Kobaltsternsplitter erhielt die ältere Prinzessin Schub all ihre Macht zurück. Das sieht nach einem Monster aus. Ich spucke auf euch, ihr Pilzbirnen, jämmerliche Gestalten. Ihr habt die Kobaltsternsplitter gesammelt, ohne die Wahrheit zu ahnen. Jetzt bin ich frei und der schreckliche Kobaltstern existiert nicht mehr. Nun muss ich nichts mehr fürchten. Habt ihr gehört? Nichts mehr. Nein, dann war der Sternengeist, zu dem wir auf dem Sternenhügel sprachen, in Wirklichkeit die Schrubprinzessin, die sich in Gefangenschaft befand. Welch Tragödie. Ihr sollt eine Belohnung haben, weil ihr mich befreit habt. Ihr werdet sie lieben. Und meine Schwester, meine liebe, wunderschöne Schwester, ich werde sie rächen. Oh nein. Was passiert hier? Oh lol. Steigen in die Lüfte auf. Können wir jetzt nicht verstehen? Okay. Ein Kampf gegen die ältere Version. Ich setze erstmal einen roten Pfeffer ein. Ja, nehme ich mal. Für alle. Bitte. Danke sehr. Wir haben volle Leben. Interessant. War mir jetzt nicht so bewusst, aber sehr gut. Mario, Luigi, ich helfe euch. Schickt den Stern hier hoch, um die UFOs auszuschalten. Genau so. Okay. Geil. Und jetzt. Ja, eins ausgelöscht. Zwei sind noch da. Okay, ein Kettenhund. Das war jetzt aus Reflex. Ups. War gerade komplett aus Reflex. Sehr schön, Luigi. Okay. Dann drauf da, würde ich sagen. Machen wir Kopierblume? Machen wir. Oder. Ja, doch, Kopierblume. Let's go. Wir machen mehr Schaden. Das ist das Geile. Ey, ich hab A gedrückt. Ich hab wirklich A gedrückt. Lol. Okay, was passiert jetzt so? Oh. Lol. Okay. So, dann gehen wir mal zu der Kanone rüber. Damit machen wir auf jeden Fall ordentlich Schaden. Gerade jetzt mit Angriffsboost. Oh, toller Treffer. Fast 400 Schaden. Das schmeckt. Oh, jetzt enttäuscht. Ey, nee. Wow, sechs solche Viecher. Nein, daneben. Scheiße, was waren die? Wieder das. Ja, gut. Das haben wir abgewehrt bekommen, obwohl ich glaube auch nicht die ganze Zeit. Aber mit Mario sieht es nicht gut aus. Mit Mario sieht es nicht gut aus. Kommt jetzt so? Nochmal? Ja, je mehr UFOs da oben sind, desto mehr Angriffe geschehen hier. Ja, mit Mario muss ich gleich heilen. Oder wiederbeleben. Eher wiederbeleben. Ah. Was passiert jetzt so? Lol.
Leute. Okay. Hintergrund. Okay, das war oben. Oben. Jetzt. Nein. Scheiße, ey. Boah, ey. Nee. Bruder. Wonderpilz DX für Mario. Selbst Baby Mario sieht nicht gut aus. Das war jetzt auch das erste Mal, dass wir einen Wonderpilz DX eingesetzt haben, glaube ich, oder? Uiuiui. So, machen wir mal ein Trampolin. Luigi macht mehr Schaden als Mario durch seinen Pfeffer. Greift ruhig weiter ihr beide an. Ach, schade. Oh, lol. Aber trotzdem war es ein super. Naja, fast 300 Schaden. Geht so. Oh, lol. Ah, schade. Nein, Luigi ist hingefallen. Wieder Ufos? Komm, Mario. Was? Scheiße, ey. Och nee, da wird jetzt Luigi auf jeden Fall getroffen. Hallo, Luigi, ich kann widerstehen, aber ist jetzt so vergiftet. Nein, nicht das jetzt auch noch. Och nee, nicht die Attacke. Okay, das geht ja da. Um. Warum? Puh, ein. Kapi! Ach nee, nicht nochmal! Das. Nee, Luigi wird das jetzt nicht überleben. Ja, war klar. War klar. Wir werden gerade sowas von dermaßen zerstört. Och, lol. Totale Zerstörung hier! Mario darf jetzt auch nicht abkrebeln. Gut. Wonderpilz DX für Luigi. Boah, selbst Luigi hat's umgehauen. Der Tank hat's. Ist komplett. Ich kann nicht angreifen. Ich muss einen Ultra-Tauma einsetzen. Auch für Baby Mario halt. So. Komm, Mario, bitte verkack es nicht. Ja, es wurde einer getroffen. Aber es sind immer noch 5 da. Was passiert jetzt? Okay. Was ist das? Okay. Ach so. Einfach drauf. Ey, Luigi, schlage doch! Och, Mann! Jetzt kann ich. Hm. Muss jetzt ein Frischwurz einsetzen für Luigi, damit er wieder bei klarem Verstand ist. Ja, toll. Konnten diesen Zug mal wieder überhaupt nicht verwenden. Mann! Ey! Sehr schön, Luigi. Der musste mich dann auch weg. Oh nee, ich hasse diese Attacke. Ging jetzt eigentlich? Ja, sehr schön. Oh nein, kommt nochmal. Shit. Und Druckwelle. Boah, das war knapp. Nicht schon wieder. Jetzt werden da sowieso beide getroffen. Das darf Mario nicht abkrippeln. Nein, der schießt nochmal. Okay, okay. Max Pilz für Mario. Ja, ich kann auch mit Mario angreifen. Sehr schön. Ich muss irgendwas Starkes einsetzen. Blumenmix, das ist eher eine Attacke für mehrere Gegner. Nicht so für einen. Ah. Kopierblume. Wir gehen aufs Ganze. Boah, Alter, das war ein krasser Move. Wie viel? Fast 400. Uiuiui.
Ah, Mann. Da weiß ich nicht, ob er antäuscht oder nicht. Boah, das war ein krasser Move. Zwischenzeitlich dachte ich, puh. Ja, zwei sind weg. Sehr schön, Luigi. Wunderbar. Was passiert da jetzt? Ah, eine Heilung wahrscheinlich. Wie viel KP? 80. Geht, das geht. Das heißt, der hat wahrscheinlich nicht mehr so viele KP. Ich hoffe es. Die Attacke geht auch noch. Oh, sehr schön, Mario. Jetzt kommt aber, jetzt kommt aber die Attacke wieder. Mann. Aber der kann ja nur einen Einsatz. So. Unten. Shit. Ja. Und jetzt drücken wir. Und. Sehr schön. So, jetzt. Nochmal Kopierblume. Let's go. Aber trotzdem richtig geil wieder. Boah, 450 Schaden. Richtig, richtig geil. Und der greift an. Lol, nice. Okay, Mario, du machst eine Heilung. Geht kein Risiko ein. Wie viel KP brauchst du? Du brauchst genau 80 KP, richtig? Okay, dann passt ein Superpilz. Wunderbar. Oh, wieder 6 solche Viecher. Komm, Luigi. Ja, Luigi, der King hier. Wunderbar. Oh lol, im roten Panzer. Das ergibt eine Heilung. 80 KP. Und der muss nicht mehr 4 haben. Okay, es... Ah, okay, okay. Es wird ein Meteor geholt. Der war nicht ganz so schlimm. Ja, 39 Schaden. Ist nicht so schlimm. Er hat auch ordentlich Schaden genommen. Komm, Trampolin. Let's go. Wir sind kurz davor, den zu besiegen, glaube ich. Ah, okay, er ist besiegt, er ist besiegt. Sehr schön. Nicht? Oder doch? Keine Ahnung. Oh. Oh. Scheiße, ey. Was macht das? Okay, okay, okay. Jetzt auf irgendwie ein. Ich war darauf jetzt nicht vorbereitet. Kommt jetzt? Was kommt jetzt? Oh! Das war auf Mario. Und das ist auf Luigi wahrscheinlich. Ja, doch. Kommt jetzt? Okay, okay. Das sieht nicht ganz so schlimm aus. Wunderbar. Jetzt sind wir dran. Boah, Mario, du gibst uns erstmal eine Heilung. Ein Super Tau. Reichen 60 KP? Hier mal ein Ultra Tau. Sicher ist sicher. Ah, wieder solche Viecher. Aber warte, wie war denn das? Es ist auf mehr und es ist wahrscheinlich Mario. Bedeutet. Mario? Ja? Nein, Luigi, nein! Okay, Leute, was hätte ich da jetzt machen müssen? Ich glaube. Hätte Hammer einsetzen müssen. Toll, jetzt kriegt er Luigi ordentlich. Und Mario ist auf dem Boden. Ja, toll. Ich brauche Luigi. Eigentlich wollte ich eine Heilung einsetzen nochmal. Ach man. Läuft gar nicht gut. Okay, okay, okay. Nein. Komm jetzt euch. Ah, die Attacke ist nicht so schwer. Da ich mich zwar am Anfang auch treffen lassen, aber weil ich nicht wusste, was die Attacke macht. Oh lol, das habe ich gar nicht mitbekommen. Geht sehr schön. Soll ich auf Dings warten? Kann kein Risiko eingehen. Ich mache jetzt Ultra Pets für alle von Luigi aus. Okay. Ah, siehst du, Mario wäre gar nicht dran gewesen.
Jetzt ist Mario dran. Komm nochmal in Ultra-Tau. Mann, wir müssen uns hier ständig nur heilen. Das ist richtig ätzend. Okay. Zweimal Mario, zweimal Luigi. Luigi? Ach, auch Luigi? Es macht nur ein KP Schaden da, lol. Sehe ich gerade. Diesmal haben wir das besser abgewehrt. Sehr schön, jetzt können wir auch mal richtig angreifen. So. Den können wir... Ah, es, man kann hier mehreres angreifen. Warte, wenn man mehreres angreifen kann, dann natürlich... Blumenmix macht natürlich dann am meisten Sinn. Naja, gut, let's go, würde ich sagen. Let's go, let's go. Ah, das war nicht gut, das war nicht gut. Aber trotzdem macht es sehr, sehr viel Schaden. Aber im Kopf nur wenig. Okay, sehr schön. So, Mario greift an. Nein, ich kopiere Blume, nicht kopiere Blume. Blumenmix wieder. Wir greifen damit jetzt erstmal an. Ja, das war schon viel, viel besser. Boah, 200 Schaden. Wunderbar. Oh, lol. Okay, okay, okay. Das ist nicht schwer, das ist nicht schwer. Das geht, das geht. Und jetzt? Ach so, das habe ich nicht gesehen. Bei Mario kann man es nicht so leicht erkennen. Bei Luigi ist das schon einfacher. Okay, gut, weiter geht's. Wir müssen immer noch nicht heilen. Wunderbar. Nein, 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 nein. Kommt, Jungs. Ja, war noch ein super. Sehr schön. Oh, die Arme sind weg. Die Arme sind weg. Und die Beine. Moment mal. Die Krone da oben leuchtet. Wahrscheinlich schützt... Stimmt, die Krone hat ja auch am Anfang geleuchtet. Wahrscheinlich schützt die dem Monster vor Schaden. Das heißt, Trampolin da drauf. Let's go. Es geht auf alle. Ja, wir können nur auf ein... Wir machen auf die Krone die Kanone. So. Ist auch fester Schaden. Das sollten wir nicht verscheißen. Man hat zwar extrem wenig Sicht, aber... Ja, passt. Wunderbar. Okay, die Attacke wird trotzdem noch eingesetzt. Die ist ja nicht so schlimm. Dann sehen wir ja gleich, ob das schön Schaden macht. Und das macht ordentlich Schaden. Sehr schön. Boah, jetzt müssen wir angreifen. Mit was greifen wir an? Kopierblume? Weiß nicht. Doch, mit der Kopierblume haben wir bisher ordentlich rasiert. Let's go. Boah, das war knapp. Nein, ich habe doch B gedrückt. Ich habe B wirklich gedrückt. Mann. Oh, Mann. Das ärgert mich. Extremst. Oh, das war gerade so mega geil. Aber irgendwann war ich zu langsam. Irgendwann ist halt auch bei der Kopierblume der Punkt erreicht, wo ich... Ach lol. Einfach... Oh, die Arme sind wieder da. Was passiert jetzt? Oh lol. Okay, okay. Wen geht das? Ah lol, okay. Was? So viel Schaden macht das? Natürlich heißt es jetzt kurz Mario wiederbeleben mit Kopf. Natürlich mit Wonderpilz DX. Normale Wonderpilze setze ich hier keine ein. So. Was macht so viel Schaden? Ich will mal hier was ausprobieren. Wie eine Panzer. Geht das? Den Kopf? Ich hoffe. Nein, schade. Zug verpasst.
Mario, Luigi, Luigi, Mario. Ah. Irgendwie ist das nicht die richtige Reihenfolge. Jetzt sind die wieder... Und warte, jetzt. Luigi? Ah, jetzt... Boah, aber da macht es jetzt nicht so viel Schaden, interessant. So, Trampolin auf... Ah, Kanonengeballer auf den Kopf. Der Kopf ist ja immer noch da und die Krone ist nicht aktiviert. Bitte, wir machen immer noch ordentlich Schaden damit. Vielleicht wäre auch Blumenmix nicht schlecht. Ja, Blumenmix wäre auch nicht schlecht gewesen. Hätten wir schon mal für später vorsorgen können. Olle, mehr Arme. Die KP wären niedriger. Ja, irgendwann hätte man... Wären wir zwingen... Hör doch auf! Getroffen, meinte ich. Ah, ich mache einen Ultra-Trau. Sicher, sicher. Die Attacke ist ja nicht so schlimm. Oh. Ich springe sicherheitshalber mit Beinen. Das ist mir zu gefährlich. Dann wird die. Ja, ich wusste es doch, dass die Krone aktiviert wird. Oh, dann nochmal. Ah, okay. Gut. So, Blumenmix. Let's go. Nur ein gut. Fast 200 Schaden, okay. Boah, das ist halt auch. Wenn das lange aktiviert ist, ist das richtig schlimm. Man kann dann nicht mehr. Irgendwann nicht mehr reagieren. Aber es passt. Puh. Alter, ich bin richtig doll am Schwitzen, ey. Glaubt ihr gar nicht. Nein. Okay, ordentlich Schaden gemacht. Arme sind weg. Beine auch. Nein, Beine noch nicht. Aber fast, glaube ich. Ich hoffe mal, wir haben es bald geschafft. Okay. Das ist nicht so schön. Mario hat sie vergiftet. Lieber einen Frischwurz einsetzen. Ich möchte kein Risiko eingehen. Ah, die Attacke. Da könnte jetzt Mario so drauf gehen. Das weiß ich nicht. Luigi ist hingefallen. Ich setze mal nochmal einen Ultra-Tau ein, bevor ich die Beine regenerieren lasse. Nicht diese Attacke. Ja, war klar, dass Luigi vergiftet wird. Mann! Wir haben gleich zwei Züge frei. Aber die Arme sind wieder da. Shit. Es ist ja nicht so schlimm. Die Attacke ist nicht so schwer abzuwehren. Vor allem, wenn Luigi nur angegriffen wird. Achso, jetzt auch. Mario. Nein. Shit. Frischwurz und dann machen wir gleich mit Mario und Blumenmix. Egal, ob Mario jetzt weniger kap. Oh ne, jetzt kommt diese Attacke. Komm gerade nicht voran. Ne, wir setzen Blumenmix ein. Let's go. Nur ein gut. Ah, die Füße sind weg. Sehr schön. Schlimmste Attacke ist. Boom. Oh, jetzt sind 5 UFOs um. Okay, die linken 3 alle auf Luigi. Luigi? Mario? Luigi? Mario? Luigi. Sehr schön. Ach, das ist diese Attacke. Shit. Ah, Mario muss sich heilen. Ich werde erstmal eine Kanone auf die Krone einsetzen. Okay, schön, dass Mario angreifen kann. Ultra Tau. Komm, let's go, let's go. Mario, Mario. Okay, okay, okay. Schön.
Ah, diese Attacke wieder. Mario wahrscheinlich. Oder? Ich weiß es nicht. Ja. Und nochmal. Ja, sehr schön. Wunderbar. So, was wollten wir einsetzen? Weiter Blumenmix. Einfach Blumenmix jetzt drauf da. Wir wollen es besiegen endlich. Ja, nun gut. Macht aber ordentlich Schaden. Ein toller Treffer war auch mit dabei. Dadurch ist ein Arm, glaube ich, weg. Und weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ja, super, super, das ist super. Das war mein Ziel jetzt. Das ist ein Ouch-Treffer. Lol. Merke ich das jetzt? Wir haben weiter so. Boah, 6 Dinger da oben. Puh, das wird schwierig jetzt. Luigi? Mario? Luigi? Mario? Nein, falsch herum. Und... ach, egal, egal. Die Beine sind wieder da, ist nicht so schlimm. Wir setzen weiter Blumenmix ein, dann kriegen die Beine gleich auch noch Schaden. Wir spammen jetzt den Blumenmixer. Ich möchte diesen scheiß Kampf beenden. Scheiße, das war jetzt ganz schön schlecht. 100 Schaden nur. Ja, jetzt gibt es wieder diese Attacke, die ich überhaupt nicht mag. Sehr schön, Mario. Nicht getroffen worden. Weiter so. Richtig gut. Naja, noch super geworden. Wunderbar. Das Vieh muss doch mal sterben. Bestimmt aktiviert sich gleich wieder die Krone. Luigi ist vergiftet, mir aber gerade so ein bisschen egal. Die Arme sind wieder da. Jetzt kommt diese Attacke. Okay, auf Mario geht das jetzt. Und zack. Wie gesagt, die Vergiftung ist mir jetzt scheißegal. Hier wird man bestraft, wenn man mit jemand anderen angreift. Ja! Ja! Bam! Ja! Mann, geil! Gibt nicht mal XP. Dumme Pilzbirnen. Ihr mögt mich besiegt haben, aber die Shroobs werden nicht untergehen. Eines Tages werden die Shroobs auf den Überresten dieses jämmerlichen Reiches einen Freudentanz aufführen. Was? Ein Pilz. Prinzessin Shroob ist nur ein alter Moderpilz und ihr habt sie bezwungen. Mario, Luigi, vielen Dank. Dank euch ist das Pilzkönigreich dieser Zeit gerettet. Ich bin so sehr, so überaus erfreut. Ah, lol. Diese Giftpilze, wie sollen wir sie loswerden? Die üblen Machwerke der Shroobs bedecken noch immer unser Land. Das stimmt leider. Nicht bei einem Baby Luigi. Oh, interessant. Ah, die Pilze. Ist es denn möglich? Die Tränen eines Babys? Der Flammenschreck 0821. Aktiviert ihn. Jetzt werden anscheinend Tränen das ganze Pilzkönigreich der Vergangenheit leitet. Ja.
tot. Von damals, die gestorben sind, wo wir dachten, die sind jetzt wirklich tot. Ist das schön. Und die Omas von damals. Oder hier, ja, Kylie und Toadbert. Flüssigkeit, die der Flammschreck 0821 verteilt, entspricht derselben chemischen Zusammensetzung wie die der Tränen eines Babys. Wenn wir sie über das ganze Land sprühen, können wir damit die Schrubpilze benästen. Ich bin völlig baff. Die schrecklichen Schrubs beugen sich der Macht von Babytränen. Ja. Mein Schatz. Prinz Bowser, bitte gib nicht auf. Die Zeitmaschine. Im ersten Part gesehen noch. Seht doch selbst, die Zeitmaschine ist wieder voll einsatzfähig. Ich habe sie so gestaltet, dass sie sich die Energie der Zeitschwule nutzbar macht. Professor, hat es funktioniert? Was ist geschehen? Ja, als ich die Information vom Steckweg erhielt, habe ich unseren Plan sofort in die Tat umgesetzt. Ein Ring aus Babytränen fiel über die Schrubpilze. Sie gingen sofort ein. Erfolg! Und somit werden auch die letzten Spuren der böslichen Schrubs ausgelöscht. Freude! Ja, wahrscheinlich von den Tränen Salzgehalt und dadurch Pilze, vielleicht vertragen Pilze kein Salz, weiß ich nicht. Ja, und nun sollten wir wieder in unsere richtige Zeit zurückkehren. Die beiden Toadbots müssen schon Vorsorge außer sich sein. Das stimmt. Ha, jetzt mal mit der Zeitmaschine hier. Pilzpalast der Gegenwart. So viel aufzuräumen. Aber es gibt hier im Palast auch etwas Interessantes zu sehen. Keine Sorge, ihr könnt auch gerne später vorbeikommen. Ihr findet mich dort, wo ich mich immer aufhalte, Leute. Prinzessin, oh verehrte Prinzessin, endlich seid ihr in Sicherheit. Vielen Dank, wir stehen tief in der Schuld von Mario und den Babys. Prinzessin, bitte kommen Sie hier entlang. Die Karte nach oben, ganz clean. Mario, willkommen zu Hause. Du bist der beste Mario. Du hast es geschafft, Mario. Gut gemacht, Mario. Jo, Mario. Willkommen zurück. Was mit Luigi? Gerade er war der. Gute Arbeit, Luigi. Es war nett von dir, in die Vergangenheit zu reisen, um Mario Hallo zu sagen. Aber du weißt, dass du deine Pflicht als Hausaufpasser nicht ablegen darfst. War nur ein Scherz. Willkommen zurück, Luigi. Achtung, fertig. Hey, Luigi. Willkommen zurück! Ja, sehr schön. Ihr seid alle sicher sehr erschöpft. Bitte kommt hier entlang. Wir dürfen uns nochmal hier frei bewegen. Sehr schön. Ich muss nach oben wahrscheinlich. Ja, anscheinend zum Thron. Oder zu Professor Igitt. Oh, ihr habt die Prinzessin und das Königreich gerettet. Gut gemacht, werte Herren. Meister Mario, Meister Luigi, junger Meister Mario, junger Meister Luigi, ich danke euch vom Grunde meines Herzens dafür, dass ihr unsere Prinzessin Peach gerettet habt. Folgt mir bitte zuerst. Ich muss euch alle um einen Gefallen bitten. Und nun, letztendlich, muss ich von meinem jüngeren, unsprenglichen Ich Abschied nehmen. Es scheint fast, als könntest du es kaum erwarten, du alter Schwamm. Ja, welch eine hyperaktive Vorstellungskraft du da hast. Bowser? Okay. Kann mir bitte jemand erklären, wie das geschehen konnte? Offenbar fiel er aus großer Höhe und landete in einem Zeitsprung. Dann blieb er einfach im Palastgarten liegen. Wie ihr sehen könnt, ist er seitdem besinnungslos. Meister Mario, könnt ihr denn gar nichts tun? Vielleicht mal kurz drauf springen oder so? Ist das eine gute Idee? Baby Luigi, was ist das für ein grotesker Pilz? Ah.
Okay. Ha! Ich fühle eine Macht in meinem Bauch. Womit in aller Welt habt ihr mich da gefüttert? Ach, wen kümmert, was es war? Ich bin wieder da! Mario, grüner Schnauzbart und ihr Blagen auch. Keine Gnade für euch. Es gibt nochmal einen Bosskampf am Ende dran. Das seht ihr dann im nächsten Part, aber ich muss kurz, glaube noch ausweichen. Erstmal mir kurz noch in diesen Part. Oh, okay. Das seht ihr dann im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss. Es gibt noch ein Part von Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Im letzten Part haben wir eigentlich Prinzessin Shoot besiegt, aber sie ist wieder da als Geist mit Bowser und... Alter, es gibt jetzt doch nochmal einen Bosskampf, Alter. Das heißt, wir hatten einen Bosskampf, dann nochmal zwei, dann hat sich der zweite nochmal erweitert. Vielleicht auch ein dritter. Könnte man als dritten Bosskampf bezeichnen, bedeutet jetzt noch ein vierter. What the fuck? Aber ich hoffe mal, das ist jetzt der letzte Part. Werden wir mal sehen. Da kann nichts mehr weiterkommen. Also das wird sehr wahrscheinlich der letzte Part jetzt sein. Ey, pass mal auf! Von jetzt an sollt ihr keine Chance mehr zum Angriff erhalten. Ich mache euch mit einer regelrechten Angriffslawine Platz. Viel Spaß! Ah! Okay. Können nicht angreifen? Okay, lol. Also das heißt, wir können uns auch nicht heilen, oder wie? Okay, das macht ihm schon. Okay, eure Angriffe nützen gar nichts. Ach so, ich muss da jetzt springen. Das habe ich nicht mitbekommen. Komm, springen ist eigentlich nicht so verkehrt, Leute. Haut's nicht. Mann, die sind gerade so schlecht. Das sieht bisher gar nicht gut aus. Sieht überhaupt nicht gut aus. Okay, schon besser. Er wartet wieder eine Weile. Okay, dann geht's wieder nach oben. Komm, das kriegen wir jetzt besser hin. Mario. Nein! Nein! Scheiße! Mann! Okay, drei. Das ist sehr, sehr wichtig. Boah, jetzt wird's nochmal spannend. Ihr könnt nicht immer ausweichen. Ey, ich brauche eine Heilung. Mann! Komm, noch 6 Treffer braucht er. Ja, sehr schön. 4 Treffer oder halt 2 größere. Ihr nervt hinten im Wanzen. Okay, das geht wieder nach oben. Komm, das dürfen wir jetzt nicht verscheißen. Er ist besiegt, oder? Hä? Was? Boah, ich hab richtig doll Schock bekommen, ey. Ich hab so einen großen Schock gerade bekommen. Gut, dass man noch mit Baby Mario kämpfen konnte. Boah, nee. Eventuell werde ich diesen Teil auch zum letzten Part noch mit dranhängen. Das weiß ich noch nicht. Kommt drauf an, wie lange es jetzt hier noch dauert. Ich glaube, das war's jetzt endgültig, oder? Kommen jetzt die Credits? Noch nicht ganz, aber es sieht jetzt so aus. Älterer Toastmas, wir mögen zwar unsere Unstimmigkeiten gehabt haben, aber jetzt, da die Zeit gekommen ist, fällt es mir schwer, Lebewohl zu sagen. Ja, ist ich. Bitte gib gut auf die kleine Prinzessin Acht. Ja, Prinzessin Peach, verlasst mich mit einem Lächeln zum letzten Mal. Toastmas Twist.
Sehr schön. Baby Mario, Baby Luigi, danke, dass ihr mich und das Königreich gerettet habt. Bitte passt auf mein jüngeres Ich und den jungen Toastboss auf. Ja, jetzt so heißt es Abschied nehmen. Oh, Mario kriegt den Hammer. Geil. Wie süß. Alter, das ist gerade auch sehr emotional. Oh, Baby Luigi will gar nicht weg von Luigi. Ist ja damals, als wir in Bowser's Festung das erste Mal alle vier dabei hatten und jetzt. Noch ein Keks von Yoshis Island. Sind denn alle bereit? Tschüss! Meine liebe Prinzessin Peach, wie schön ihr doch geworden seid. Ich fühle mich geehrt, euch begegnet zu sein. Wer auch immer da gerade spricht, wahrscheinlich der Toastboss. Meister Mario, Meister Luigi, euch, auch euch vielen herzlichen Dank. Hört niemals damit auf, euch um das Wohlergehen der Prinzessin zu kümmern. Muss ich, bleib sauber. Babys, vielen Dank. Schöne Sicht hier nochmal. Oh, okay, dieses Bild ist leider verbuggt. Interessant. Wie dem auch sei, dass auch wenn wir jetzt ein verbuggtes Bild haben, interessant. Vielleicht kann ich das mal kurz. Nee. Lässt sich nicht beheben, leider. So, an sich. Jetzt ist zum Spiel. Es ist ein mega geiles Spiel. Ich habe damit meine Kindheit verbracht. Ich habe das inzwischen damals halt auch schon durchgespielt, jetzt nochmal. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Dieses Let's Play hat mich ja auch dazu bewegt, wieder zurück zum Let's Play zu kommen. Und anders als damals, zum Beispiel Super Mario Odyssey oder Portal 2 im Koop-Modus, habe ich das hier jetzt durchgehend aufgenommen. Es war nur einmal wirklich ein Wochenende, wo die Parts ausgefallen sind. Aber aus dem Grund nicht, weil ich Parts nicht hatte, sondern weil ich es einfach vergessen habe hochzuladen. Bedeutet, es hat mir so viel Fun gemacht, das zu zocken. Ich freue mich jetzt tierisch auf das nächste Let's Play, welches ein Pokémon-Let's Play sein wird. Vielleicht hat es schon gestartet, weiß ich noch nicht. Weil ich spiele momentan mit den Gedanken, dass Pokémon-Let's Play vielleicht schon so nebenbei zu Mario Luigi laufen zu lassen und dann später, dass es natürlich die Sendeplätze von Mario Luigi dann ab sofort einnimmt. Naja, schaut auf den Sendeplan, was da jetzt in Zukunft sein wird. Und es hat mir richtig tolle Spaß gemacht, ey. Mit euch zusammen, ich habe auch positives Feedback bekommen, habe auch von manchen im Teamstick so gehört, hey, dein Mario Luigi Let's Play, ich finde das voll geil. Und das freut mich, das gibt mir neue Energie für weitere Let's Plays und so weiter und so fort. Also, boah, ich bin mega doll gehypt. Und das ist irgendwie auch ein trauriges Gefühl, dass es vorbei ist. Es ist schade, aber es war geil. Und ich behalte dieses Let's Play als ein mega geiles Let's Play in Erinnerung. Ich hatte Tage, wo ich wirklich über Stunden aufgenommen habe. Hintereinander. Sogar. Und das hatte ich lange nicht mehr. Ewig nicht mehr. Dementsprechend. Und allein das Spiel. Würden mir Kritikpunkte einfallen? Erstmal Ruhe in Frieden, Satoru Iwata. Natürlich. Aber würden mir Kritikpunkte einfallen? Momentan nicht. Momentan nicht. Und sorry wegen den Grafikbugs.
Und ich werde diesen Teil noch zum letzten Part mit dranhängen. Bedeutet, das ist jetzt für euch auch ein ganzer Teil gewesen. Sorry für die Anmoderation, Abmoderation am zwischendurch. Ja. Und nun sind wir im Startbildschirm. Wenn wir jetzt in unseren Spielstand reingehen, sind wir in der Zeit, bevor wir die ganzen Bosskämpfe hatten. Also genau am Anfang des Parts. Weil es gibt da noch keine Story. Darum wurde uns gefragt, wollen wir eine Zeitreise ausführen, wie auch immer. Und das ist halt der Grund, warum das gemacht wurde. Weil es gibt danach kein Spiel sozusagen mehr. Man kann jetzt reingehen und sagen, ich mache eine Zeitreise vor, bevor wir in diesen Palast da reinkommen. Und dann kann man da noch machen. Aber an sich ist dieses Spiel jetzt beendet und man kommt da nicht nochmal hin. Man müsste den Bosskampf jetzt nochmal machen. Das ist vielleicht ein kleiner Kritikpunkt, den ich da hätte. Es hätte es lieber, wäre man da jetzt so rumgehen können. Vielleicht hätte man nochmal die Orte erkunden können, wie sie jetzt aufgebaut aussehen. Vielleicht sowas, aber ja. Meckern auf hohem Niveau, an sich mega geiles Spiel. Und würde ich dem Spiel eine Note geben, wäre es eine 1. Ganz klar. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder, im nächsten Part, in einem anderen Part, in einem anderen Let's Play, wie auch immer. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.